grundlegende Bedeutung der, des Verständnisses füreinander und die bereichernde Wirkung einer solchen Verschmelzung konnte ich schon als Kind in der Schule, im Freundeskreis und in einer Familie, in meiner eigenen Familie erleben. Doch 2021, ein Jahr bevor die Gewalt in der Ukraine ihr heutiges Ausmaß erreichte, verließ ich mein Heimatland und kam als Student nach Köln. Meine Auswanderung nach Deutschland war nicht spontan und die Richtung war von vorhinein festgelegt. Die Länder, die mir als Biochemiestudent gute Studien- und Berufschancen bieten konnten, waren genau die Länder, die auf den Prinzipien der Verständigung, des Respekts und der Kommunikation zwischen den gesellschaftlichen Gruppen aufgebaut sind. Auf der Grundlage all dessen, was in meinem Heimatland immer weniger Platz fand. Zu meinem Leid, in meinem Heimatland konnte ich auch erleben, wie die vorher unbedeutenden Unterschiede künstlich aufgewertet, instrumentalisiert und für politische Zwecke missbraucht werden. Ich konnte sehen, wie die kleinsten kulturellen Eigenheiten als unüberwindbare Brüche, als Ursachen aller gesellschaftlichen Widersprüche und auch als Erklärung für jede scheitende Regierungspolitik hingestellt wurden. Ich habe erlebt, wie Politiker und Fernsehmoderatoren, aber auch Lehrer an Schulen und Universitäten versuchen, die Mitschüler, Kommilitonen und Familienmitglieder von gestern als zombifizierte Wilde abzustempeln, die nicht in der Lage sind, eigenständige Entscheidungen zu treffen und deren Beschwerden und Argumenten nicht anderes als Faltpropaganda sind und als solche abgetan werden müssen. Man konnte sehen, dass viele Menschen, die die grundsätzliche Abscheulichkeit dessen, was geschah, kannten, immer noch glaubten, dass dieser Hass kontrollierbar sei, dass dieser Hass irgendwie zum Wohle der Allgemeinheit kanalisiert werden könnte. Und klar, dieser Hass war im Grunde unkontrollierbar. Dieser Hass, geschürt durch Ressentiment, vergiftet und zerstört Freundschaften, Familien, ganze Länder und breitet sich über deren Grenzen aus. Und wenn alle Verantwortung auf die Schulter des Feindes abgewälzt wird, wenn der Feind selbst entmenschlich wird, wenn selbst der Wunsch nach Frieden und Kompromiss in der Gesellschaft als persönliche Beleidigung empfunden wird, dann dreht sich die Spirale der Gewalt. Und mit jedem neuen Soldaten und jedem neuen Granate dreht sich diese Spirale weiter und weiter. Was schützen soll, gibt falsche Hoffnung auf Frieden durch Gewalt und Zerstörung und führt immer weiter weg von einer Lösung. Nach kurzer Zeit will sich niemand mehr daran erinnern, wie winzig die anfänglichen Widersprüche waren und kaum jemand will innehalten und erkennen, wohin unseren Konfliktmodus uns geführt hat. Heute sehe ich sehr deutlich, dass bewaffnete Konflikte nicht durch die Radikalisierung breiter Bevölkerungsschichten entstehen. Sie entstehen durch die unverhältnismäßig einflussreiche und laute Minderheit der Kriegsbefürworter, aber auch durch die Apathie und Schweigen der Mehrheit. Nur durch das Füllen des Mediaräumes mit dem monotonen Mantra von gerechten Krieg und russischen Orks oder von Menschentieren und dem Recht auf Verteidigung, nur so kann diese kleine Minderheit als Mehrheit darstellen und die gesamte Gesellschaft in Kriegsmodus halten. Gerade wegen des regierenden Kriegsmodus hat die wahre Mehrheit, die unter den Bombardierungen in den Kriegsgebieten, aber auch unter den Inflations im Westen und einfach dem Hunger im Süden leidet, gerade deshalb hat diese Mehrheit das Recht und die Pflicht, die Politik der Spaltung in Wir und Die abzulehnen, die andere Seite nicht als Feind zu brandmarken und die Rückkehr zum Dialog zu fordern. Langsamer! Zu einem Dialog, der es ermöglicht, den Vormarsch der extremen politischen Kräfte in Russland und in der Ukraine, aber auch in Israel, in Europa und in den USA zu stoppen. Die Demokratie ist wirklich weltweit bedroht und nur eine weltweite Ablehnung konfrontativer Politik kann den Radikalen den Wind aus den Segeln nehmen und die Demokratien sichern. Wir sehen keine nachhaltige Lösung für diesen oder irgendeinen anderen modernen Krieg in den Kanonenrohren. Die Lösung liegt ausschließlich im gegenseitigen Verständnis und in einer Weltordnung, in der das Streben nach gegenseitigem Nutzen und Frieden über den Egoismus der Gruppen dominiert.
Mit jedem neuen Tag zerstört dieser Krieg die Ukraine weiter. Offiziellen ukrainischen Daten zufolge ist die durchschnittliche Lebenserwartung von Männern seit der Eskalation des Konflikts von 66 auf 57 Jahre gesunken, nach offiziellen Daten. Die Waffenlieferungen, die braviöse Unterstützung des Krieges durch die Verbündeten, die Kriegstreiberei, die größten PR-Siege an den Front und die alle neuen Opfer, all das dient den Bedürfnissen der Politiker und nicht den Bedürfnissen meines Landes. Mein Land braucht realistische und durchführbare Friedensinitiativen und einen sofortigen Waffenstillstand. Der Kriegsmodus hat schon mehrere Länder von unseren Augen in der Katastrophe geführt. Versuchen wir nun, überzeugend genug zu sein, um das Gleiche hier zu verhindern und es anderswo zu beheben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.